was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte viel besser, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist, alles ist. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Auf Schloss Einstein war mal wieder viel los. Um seine Schulden auszugleichen, hatte Knut dem finsteren Dieter unsere Pferde überlassen. Und wo ist der Schuldschein? Mir ist der Fall erledigt. Uns erzählte Knut natürlich was anderes. Frau Einstein ist verschwunden. Und die Mutterstute auch. Wir suchten die beiden überall. Sieht so aus, als wären die Pferde wirklich gestohlen worden. Dann fand Charlie etwas Schreckliches heraus. Wisst ihr, was hier drin steht? Dass Anja und Frau Einstein zur Schlachtung freigegeben sind. Das Fußballmatch der Einsteiner gegen die Dörfler sollte wiederholt werden. Und wer pfeift jetzt die Wiederholung? Verena. Aber Verena traf eine Entscheidung, die dem Einstein-Team gar nicht passte. Elfmeter. Spinnst du total? Das ist kein Elfmeter. Blöde Kuh. Sophie merkte, dass es zwischen Anton und Conny funkte. Mit Kai schmiedete sie einen bösen Plan. Conny für dich und Anton für mich, okay? Als Sophie Anton auf seinem Heimweg folgte, machte sie eine interessante Entdeckung. Die Klavi wohnt auch hier? Hallo, wer ist denn da? Habe ich hier was verpasst? Warum bist du eigentlich nie pünktlich? Ja, weil ich immer so viele zu tun habe. Verena ist gerade dabei, uns zu verpfeifen. Was machst denn du hier draußen? Spielst du nicht denn mit? Verena hat ihn gerade zum Platz gestellt. Obwohl er überhaupt nichts gemacht hat. Naja, das sagen immer alle. Wie viel ist denn noch zu spielen? Noch 50 Sekunden. Ah, und wie steht's? 0-0. Aber gleich nicht mehr. Abwarten. Billy hält den Ball. Und dann gibt's eine Verlängerung. Mit 2-3 haben wir überhaupt keine Chance. Oh, ich könnte Verena würgen. Das habe ich jetzt aber nicht gehört, eh? Alles klar? Verräterin. Ne? Immer noch sauer? Das war ganz sicher kein Foul. Ja, das mit der roten Karte war wirklich das allerletzte. Echt unfair, wie Verena gepfiffen hat. Seht ihr das nicht ein bisschen einseitig? Darf ich? Ja, bitte. Fanden Sie das etwa okay? Du hast so lange gemeckert, dass Verena gar nicht anders konnte, als dich vom Platz zu stellen. Ja, aber natürlich hätte sie anders gekonnt. Die soll sich bloß nicht mehr bei uns am Tisch blicken lassen. Langsam, langsam. Kennt ihr den Spruch, nach dem Spiel ist vor dem Spiel? Wie meinen Sie das denn? Man kann sich streiten, man kann kämpfen. Aber nach dem Schlusspfiff, da gibt man sich die Hand und dann ist alles vergessen und vergeben. Das gilt aber nicht für Schiedsrichter. Das gilt auch für Schiedsrichterinnen. Am besten geht ihr zu Verena und entschuldigt euch. Wir? Bei der? Niemals. Eure Entscheidung. Guten Appetit noch. Kriegt man wirklich so viel Honig aus einem Bienenstock? Ja. Jedes Volk produziert im Jahr mindestens 50 Kilo. So, das war das Letzte. Hilfst du mir noch, die Kartons mit ins Labor zu bringen? Lass mal. Das schaffe ich schon alleine. Stellst du mir die anderen oben drauf? Wird das nicht zu schwer? Kein Problem. Du musst mir nur bei den Türen helfen. Pass doch auf, du Trollo! Beinahe werden mir die Gläser runtergefallen. Sorry. Wen willst du denn einwecken? Haha. Mach endlich Platz. Conny, weißt du zufällig, wo Sophie ist? Keine Ahnung. Versuch's doch mal mit rufen. Schöne Grüße von Herrn Markus. Er fand's echt gut, wie du dich durchgesetzt hast.
Danke, aber das mache ich nie wieder. Oh, schade. Ich fand deine Leistung auch toll. Und was habe ich nun davon? Ich kann in Zukunft alleine essen. Das dauert keine 3 Tage. Wollen wir wetten? Soll ich Ihnen mal was sagen? Das sind genau 3 Tage zu viel. Ich spiele nie wieder die Schiedsrichterin. Hier können Sie Ihrem Supermarkus zurückgeben. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Da gibt es nichts zu überlegen. Hallo Sophie, wir waren noch in der Schülerbar verabredet. Bin in 3 Sekunden da. Ich habe übrigens was ganz Irres herausgefunden. Ach ja? Was denn? In der Schillerallee 34 gibt es gar kein Türschild mit Mahnke. Aber das stand doch eindeutig auf seinem Rucksack. Ja, der wohnt da auch. Aber rate mal, bei wem? Jetzt mach's nicht so spannend. Ob du es glaubst oder nicht, aber Anton und die Klavitta leben zusammen. Hä? Wie hast du denn das rausgekriegt? Die beiden sind zusammen ins Haus. Und als ich bei Klavitta geklingelt habe, hat sich Anton gemeldet. Vielleicht gibt sie ihm nur Nachhilfe. Seit wann schreibt sich jemand die Adresse seiner Nachhilfelehrerin auf den Rucksack? Ja. Ja, ich kümmere mich drum. Aber jetzt muss ich erstmal eine Runde schlafen. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht. Tschüss. Hallo. Wir wollten die Pferdepässe vorbeibringen. Aha. Die Polizei hat sich ja schon danach gefragt. Was? Ja, ja. War die Polizei eigentlich wirklich da? Ja, natürlich. Die haben alles aufgenommen. Könnten wir das Protokoll vielleicht mal sehen? Im Augenblick nicht. Das liegt im Büro des Chefs und das ist abgeschlossen. Ach ja? Und wann ist der Chef wieder zurück? Der bleibt über Nacht weg. Und jetzt würde ich gerne eine Runde schlafen. Ich bin nämlich schrecklich müde. Ach, was soll denn das? Die kriegt niemand anderes als der Chef. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass ich mit dem Verschwinden eurer Pferde zu tun habe. Haben Sie denn? Nein. Jetzt lass mich endlich in Ruhe. Ich wette, er war's. Soll ich die Polizei anrufen? Moment noch. Vielleicht kriegen wir ihn auch so zum Reden. Nicht wahr, Dornröschen? Verena, schläfst du? Hör mal, Verena, ich finde das voll doof, dass wir uns wegen diesem blöden Fußballspiel streiten. Und warum machst du es dann? Ich dachte wirklich, ich hätte Caro nicht getroffen. Aber ich hab's doch genau gesehen. Sollen wir jetzt etwa schon wieder darüber diskutieren? Nein, es war ja nicht deine Schuld, dass wir verloren haben. Wir hätten einfach früher ein Tor schießen müssen. Heißt das, du redest wieder mit mir? Das mache ich doch schon die ganze Zeit. Also von mir aus ist die Sache erledigt. Und was ist mit Dennis und Shui? Ach, um die kümmere ich mich morgen. Danke. Ich pfeife übrigens nie wieder ein Spiel. Bist du immer noch sauer? Nein, du kannst beruhigt sein. Wirklich? Ja. Was machst du jetzt eigentlich an deinem Geburtstag? Na, feiern. Und wo? Ach, ist doch egal. Hauptsache, wir beide feiern zusammen. So, Dornröschen. Gleich gibt's was zu knabbern. Du meinst wohl zum Lecken. Wer hat eigentlich das Salz? Ich hier. Na dann. Achtung, fertig. Aufwachen! Was soll das? So, was seid ihr verrückt geworden? Macht mich sofort frei! Erst wenn du uns gesagt hast, wo Anja und Frau Einstein sind. Ich habe in dem Verschwinden eurer Pferde nichts zu tun. Du brauchst doch Geld, um deine Schulden zu bezahlen. Ich habe keine Schulden. Ach ja? Und was ist das hier? Ist das nicht deine Unterschrift hier unten? Ich weiß nicht, wo die blöden Gäule sind. Und es macht mich endlich frei. Komm, Dornröschen, jetzt bist du dran. Was war das denn jetzt? Wenn du nicht freiwillig mit der Wahrheit rausrückst, dann bringen wir dich eben zum Reden. Hoffentlich schmecken, Dornröschen, deine Käsefüße. Aber wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Sag uns, wo die Pferde sind und Dornröschen bleibt aus dem Spiel. Wir geben dir 5 Sekunden. 5, 4, 3. Okay, ich habe die Pferde verkauft, weil ich dringend Geld brauchte. Und wo sind sie jetzt? Bei Dieter. Wo wohnt denn Dieter? Aber jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Oder willst du doch noch Bekanntschaft machen mit Dornröschens Zunge? Ich mache euch einen Vorschlag.
Ihr lasst mich frei, ich hole euch die Pferde zurück. Aber die Polizei bleibt aus dem Spiel. Wenn du uns verarschst, bist du dran. Ich verarsche euch nicht. Ich bin auch selber froh, wenn das alles wieder in Ordnung kommt. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit! Sind die Bienen nicht sauer, wenn du ihnen die Wintervorräte klaust? Nö, als Ersatz kriegen sie Zuckerwasser. Und darauf fallen die rein? Seit mehr als 1000 Jahren. Stellst du die letzte Wabe mal in die Schleuder? Mhm. Mach ich das so richtig? Sehr gut. So, und jetzt noch schleudern. Ich denke, das genügt. Und kommt da noch irgendwas dazu? Nein, Honig ist ein reines Naturprodukt. Hier, möchtest du mal probieren? Lecker. Da könnte man fast noch Appetit auf mehr bekommen. Ja. Ja? Versuch doch mal, ihn anzurufen. Ja, und wie geht die Nummer? Ja. 01 71 40. Was ist denn? An der nächsten Tankstelle rechts. Davon in der Klappe muss rechts. Ich sein. An der nächsten Tankstelle ja? Rechts. Wer ist denn da? Mensch. Geradeaus weiter, Richtung Ramelow. Ramelow. Oh Mist, da geht nur die Mailbox dran. Soll ich das draufsprechen? Rechts. Nee, lass mal. Oder warte mal. Dann geradeaus weiter nach Ramelow. Oh nein, ich bin nicht da. Darf ich jetzt sowas sagen? Ich muss ganz dringend sprechen. Es ging um Leben oder Tod. Zeit. Könnt ihr nicht mal still sein? Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Mensch, ich kann gerade wirklich nicht. Ich rufe dich Richtung Mist, er ist weg. Wie weg? Ich denke, du sprichst mit der Mailbox. Ja, Funkloch. Oh, Alter, jetzt ein dickes Eis. Oh, ja. Oh, nee, guck mal, wer da ist. Hey, ihr Loser. Ihr habt nur Schwein gehabt. War doch klar, dass wir euch wegputzen. Der Elfmeter war absolut unberechtigt. Wir hätten auch so gewonnen. In der Verlängerung hätten wir euch vernascht wie nichts. Nie im Leben. Immer. Ja, wenn ihr so toll seid, habt ihr ja bestimmt nichts gegen eine Revanche. Bitte, wenn ihr wollt, dass wir euch noch mal fertig machen. Hallo, Herr Fabri. Ich bring den Kicker. Können Sie vielleicht mal mit anfassen? Ja, ich hab's heute ein bisschen in die Kreuz. Aber die Jungs helfen Ihnen ganz bestimmt. Hab ich richtig gehört? Du bekommst einen Kicker? Sie. Aber das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Ups, sorry, tut mir leid. Das wusste ich nicht. Also, wer kommt mit? Zwei reichen. Du und du. Ist was? Na dann. So, Conny. Wir müssen dringend mal über dein Patenkind reden. Ach ja, und wieso? Ist dir eigentlich klar, dass Anton lügt, wenn er den Mund aufmacht? Du bist doch nur sauer, weil du nicht seine Patentante geworden bist. Hat er dich eigentlich schon mal zu sich nach Hause eingeladen? Das geht dich überhaupt nichts an. Hat er oder hat er nicht? Hat er natürlich nicht. Denn er wohnt nämlich mit jemandem zusammen, den du auch kennst. Ach, Ziel ist doch dein Friseur. Heißer Tipp, es ist eine Frau. Lass mich endlich in Ruhe. Sie heißt Kli-Kla-Klavitza. Das ist doch absoluter Quatsch. Wer behauptet denn sowas? Niemand, ich war selbst dort. Schillerallee 34. Und sie ist ganz bestimmt nicht seine Nachhilfelehrerin. Tschüss. Echt geiles Teil. Ja, muss nur umgestylt werden. Wie umgestylt? Na, passend zu deinem Planetencafé. Sehr außerirdisch sieht es nicht gerade aus. Du sprichst die Rätsel. Dennis hat recht. Die Roten sollten wir in Astronauten und die Blauen und kleine grüne Männchen machen. Ihr kommt auf Ideen. Können Sie hier mal unterschreiben? Ja, da. Na dann, viel Spaß beim Weltraumkickern. Ciao. Sagt mal, wollt ihr mal probieren? Ja, wenn ihr wollt, können wir die Revanche gleich jetzt auskickern. Hey, Pino, 2 Milchshake bitte. Und was machen wir mit Caro und Billy? Die können ja die Tore zählen. Okay, aber wir spielen die Revanche erst, wenn die dabei sind. Ich rufe es bei dir da an, zu Hause. Es geht schneller.
Ja, hallo? Hallo Elli, hier ist Knut. Wo ist denn dein Mann? Der ist gerade mit den Pferden weg. Oh Gott, doch nicht etwa mit unseren. Elli, mit welchen Pferden? Na, mit den beiden Haflingern, der Stute und dem Fohlen. Die gehören uns. Wer spricht denn da eigentlich? Was ist denn da los, Knut? Das sind die Kinder vom Einstein, denen gehören die Pferde. Wo ist denn Ihr Mann mit den Pferden hin? Na, wie immer, zum Schlachthof. Oh nein. Nein. Wir müssen sofort dahin. Wo ist denn dieser Schlachthof? Ich kenne den Weg. Na los. Hallo? Es geht weiter. Wir folgen den Pferden auf dem Weg zum Schlachthof. Bleiben Sie dran. Ja, bitte. Hallo. Kann ich Sie einen Moment stören, Herr Dr. Stolberg? Nadja, natürlich. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Das Ding am schwarzen Brett. Clary und Anton? Haben Sie eine Ahnung, wer das da angehängt haben könnte? Nein. Womöglich gibt es noch mehr davon? Ich habe nur das gefunden. Hoffentlich bleibt es das Einzige. Trotzdem, wir müssen dieser Unterstellung nachgehen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass da was dran ist. Natürlich nicht, aber... Aber? Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in Erfahrung brächten, wer diesen Unsinn da in die Welt gesetzt hat. Hey, was soll denn der Scheiß? Du musst die Pferde zurückgeben. Ja, aber die hast du mir verkauft. Aber du weißt doch ganz genau, dass sie nicht mir gehören. Ja, das ist dein Problem. Weiß ich, das ist mein Problem, aber lass uns doch in Ruhe. Die Pferde sind tatsächlich hier drin. Hey, die Finger weg von dem Hänger! Gib den Mädchen die Pferde zurück. Ich zahl's irgendwie anders. Entweder du zahlst deine Schulden jetzt, sofort, oder? Oder? Jetzt hau endlich ab. Hast du irgendeinen Schuldschein? Nein. Ach, jetzt kommst du mir so. Komm, bleib ruhig. Was soll das? Dann geradeaus weiter und dann später rechts. Ja? Ja, ich sehe Ihr Auto schon. Wen siehst du? Kennt ihr denn das Auto nicht? Ach komm, lass den Affenzirkus. Kannst du sowieso nicht genau schlagen. Ja. Alles gut. Und, geht's euch gut? Ja, lass dich reden, ne? Ja. Wie findest du denn die Klamotten? Nicht schlecht. Aber mehr so skatermäßig, glaube ich. Sag ihr beide. Wieder versöhnt? Wieso? Was? Umso besser. Hör mal, Verena, kann ich einen Augenblick mit dir sprechen? Irgendwas Geheimes? Oh, eigentlich nicht. Ich wollte nur fragen, willst du wirklich nie wieder ein Spiel pfeifen? Hab ich doch gesagt. Das wäre ja mal schade, weil als Schiedsrichterin bist du ein Riesentalent. Nee, das tue ich mir nicht nochmal an. Das mit dem Talent ist übrigens nicht nur meine Meinung. Sondern? Eine persönliche Einladung von Herrn Markus. Hier. Lass mal sehen. Ey, da musst du unbedingt hingehen. Muss ich überhaupt nicht? Na klar musst du zu diesem Lehrgang. Und in 10 Jahren bist du die erste Frau, die in der Champions League pfeift. Na, was ist? Ich kann ja noch mal drüber schlafen. Da haben wir gerade noch mal Glück gehabt. Ja, endlich seid ihr wieder da. Stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn nicht. Sag sowas nicht. Wie lange brauchen Sie bis hierher? 10 Minuten? So lange? Wolfert, sollten wir nicht so schnell wie möglich die Pferde in Sicherheit bringen. Ja, also dann weiß ich es auch nicht, Herr Wachtmeister. Ja, wie denn? Schlüssel steckt noch. Sie meinen, ich sollte? Jetzt oder nie. Ja, aber kommen Sie denn mit meinem Auto klar? Wollen wir jetzt diskutieren oder Pferde retten? Pferde retten. Komm, Tessa, Charlie, Tinker, kommt. Sam. Hallo. Na, wo brennt's denn? Nehmen Sie erst mal Platz. Okay. Danke. Wo haben Sie denn den Schwachsinn her? Der hing am schwarzen Brett. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch, Frau Kunze hat dieses Geschmiere gerade eben entdeckt. Darf ich? Moment noch. Können Sie mir das nicht vielleicht irgendwie erklären? Muss ich das?
Frau Klavita, bitte. So etwas entsteht doch nicht gänzlich ohne jeglichen Anlass. Aber es gibt keinen. Nun ja, vielleicht haben Sie sich dem Anton in der Schule gegenüber mal missverständlich verhalten. Wie meinen Sie das? Haben Sie ihm vielleicht mal über den Kopf gestrichen? So ganz mütterlich natürlich. Soweit ich weiß nicht. Aber irgendjemand muss doch irgendwas herausbekommen haben. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, sowas kann man nicht geheim halten. Also gut, dann erzähle ich Ihnen jetzt die ganze Wahrheit. Tor! 10-4! Tja, Jungs, da müsst ihr wohl noch ein bisschen üben. Jetzt gib mal nicht so an. Zu zweit kickern ist viel schwieriger. Na klar, ihr Anfänger. Aber ihr wollt die Revanche ja unbedingt ohne mich spielen. Übt mal schön. Hi. Sag mal, Billy, wo feierst du jetzt eigentlich deinen Geburtstag? Und wahrscheinlich mit Margarita und Verena im Zimmer. Hast du nicht Lust, mit mir zusammen zu feiern? Ist das dein Ernst? Aber ihr habt doch gewonnen und nicht Billy. Stimmt. Aber ich darf 20 einladen und so viele kenne ich noch gar nicht. Also was ist? Aber nur, wenn Verena und Margarita auch dabei sein dürfen. Klar, wir machen einfach halbe-halbe. Du 10, ich 10. Also wenn schon, 11-9. Schließlich hast du gewonnen. Wer hat hier 11-9 gewonnen? Ich. Und deshalb feiere ich mit Billy zusammen Geburtstag. Was? Die Affen vom Einstein kommen auch alle? Wenn ich einlade, ist ja wohl meine Sache. Und unsere, ob wir kommen. Na, ihr beiden. Wie gut, dass ihr nicht mitbekommen habt, wo die Reise hingehen sollte. Oh, können wir bitte von was anderem reden? Oh ja, natürlich. Mir wäre das auch überhaupt nicht recht gewesen, wenn aus den beiden Salami geworden wäre. Oh, mir wird gleich schlecht. Kollegin, bitte. Entschuldigung. Ist dieser Knut eigentlich wieder zurück? Ich glaube, der spricht gerade noch mit seinem Chef. Macht dabei hoffentlich reinen Tisch. Ich hoffe, ich störe nicht bei der Siegesfeier. Nein. Was sagt denn Ihr Chef zu der ganzen Sache? Der streckt das Geld für die Schulden vor. Alles andere muss ich alleine klären. Donnerwetter, haben Sie aber einen netten Chef. Das muss ich auch sagen. Darf ich mich noch mal für den Ärger entschuldigen, den ich euch gemacht habe? Angenommen. Oder was sagt ihr dazu? Ich habe da noch einen Vorschlag für euch. Hättet ihr was dagegen, wenn ich euch im nächsten halben Jahr Reitunterricht gebe? Kostenlos natürlich. Super. Guckt mal, wer da mitfeiern will. Danke, Dornröschen. Verstehen Sie das? Doch, doch. Irgendwie schon. Ist irgendwas? Wir wollten dir nur eine Frage stellen. Fällt dir zum Namen Klavita nicht irgendetwas ein? Die war mal eure Klassenlehrerin. Ist das alles? Was wollt ihr eigentlich von mir? Wir würden zum Beispiel ganz gern wissen, wo du wirklich wohnst. Goethestraße oder Schillerallee? Das geht euch gar nichts an! Kannst du uns vielleicht erklären, warum man deine Stimme hört, wenn man bei Frau Klavita an der Haustür klingelt? Ihr wohnt doch zusammen, oder? Habt ihr mir nachspioniert? Erzähl jetzt bloß nicht, sie ist deine Nachhilfelehrerin. Ich spinne doch total. Der Einzige, der hier spinnt, das bist du. Oder ist die Klavi etwa deine Mutter? Wer es genau wissen wollt, meine Mutter ist tot. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein. Kann ich dich mal einen Augenblick sprechen? Weswegen? Wegen Anton. Hat er dir eigentlich schon erzählt, wo seine Mutter beerdigt ist? Spinnt jetzt total? Und war später mal total genial. Alles ist alles fit. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.